Es gibt natürlich tatsächlich Assetklassen, in denen es Sinn macht, aktiv zu managen. Und irgendwann wird mit Sicherheit der Publikumsfonds ausgedient haben. Der spannende nächste Schritt, den einige schon gerade dabei sind zu tun und es wird viel experimentiert, ist eben den sogenannten Security Token zu nutzen, um damit Zugang oder Exposure zu geben für ein anderes Asset. Und Das kann dann tatsächlich alles sein. Mhm. Das wird die Zukunft sein. Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Heute wollen wir mal so ein bisschen über den Tellerrand rausgucken, sozusagen, vor allem natürlich intellektuell, wenn es um die Geldanlage geht, mal so ein bisschen in die Zukunft gucken. Dazu haben wir hier im Studio einen spannenden Gast. Er ist zum ersten Mal bei der Mission Money dabei. Freue mich sehr darauf. Er ist eigentlich in der Hauptsache Vertriebschef für den EMEA-Raum bei Invesco, ist nebenher aber auch noch unternehmerisch aktiv und ist so ein bisschen, wie gesagt, kümmert sich ein wenig um die Zukunft. Ich sage herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal, Oliver Bilal. Dankeschön. Sehr schön, hier zu sein. Freut mich sehr. Ja, ich habe es gerade so angekündigt. Wir wollen mal so ein bisschen drüber reden. Wir haben ja hier immer auch so Diskussionen, auch hier draußen. Aktiv, passiv und jetzt gibt es aktive ETFs. Das drängt natürlich auch so ein bisschen den klassischen Fonds ein bisschen in den Hintergrund. Aber eigentlich, das ist so ein bisschen deine These, ist das ja alles Schnee von gestern, denn im Morgen warten ganz andere Sachen. Wie sieht denn die Geldanlage der Zukunft aus? Ja. Da kann ich gerne hier erstmal starten von der Örtlichkeit. Wir befinden uns ja hier in München, nahe dem Arabella Park, wo auch meine Karriere begonnen hat vor langer Zeit, Ende der 90er Jahre. Haben wir vorhin drüber gesprochen, ja. Ganz genau. Und zu der Zeit war der ETF noch nicht allen geläufig, aber es gab ihn schon ein paar Jahre. Ja. 93 wurde der erste ETF aufgelegt. Und direkt hier gegenüber im großen Hypo-Hochhaus gab es auch ein Team, die tatsächlich damals schon gestartet sind mit ETFs. Mhm. Und zu der Zeit war eigentlich das Thema, wie kann ich möglichst breit Investments abbilden über alle Anlageklassen. Die Frage ging eigentlich eher darum, kann ich im Publikumsfonds, kann ich dort auch bestimmte chinesische A-Shares kaufen und andere Assetklassen, anstelle sich darüber Gedanken zu machen, wie schnell kann denn eigentlich tatsächlich der Endinvestor dann tatsächlich eine Assetklasse einsteigen und auch wieder aussteigen. Mhm. Und genau das hat ja damals der ETF schon beantwortet. Mein damaliger Arbeitskollege, mit dem ich das Büro geteilt habe, hat damals schon gesagt, pass auf, der ETF, der wird die Zukunft sein. Und ich glaube, er hat recht behalten. Und auch das wird jetzt nur ein Meilenstein sein auf dem Weg nach vorne, wo noch ganz viel Neues kommen wird. Mhm. Hat der Publikumsfonds in seiner klassischen Form in diesem Szenario, das wir gleich auch ein bisschen entwerfen werden und da mal gucken, wie so der Status quo ist und wo so die Reise hingehen könnte, da überhaupt noch so einen großen Platz und Stellenwert? Ich meine, der ETF drängt ja den klassischen Fonds auch relativ gut weg, sieht man ja so an den ganzen Flows, die man so an Statistiken immer sieht. Hat der noch so seinen großen Platz oder wird das ein kleines Nischenprodukt für spezielle Themen überhaupt noch? Das ist die spannende Frage. Ich hätte gesagt, dass der Publikumsfonds jetzt im Moment noch seine Daseinsberechtigung hat. Warum? Weil viele Retail-Investoren müssen erstmal noch an den ETF herangeführt werden. Es gibt halt immer noch viele, die sehr klassisch über ihre Bankberatung, über ihre Versicherungen kommen, Sparpläne mit Publikumsfonds, also die ganz spannende oder die ganz klassische fondsgebundene Lebensversicherung gewählt haben. Und in dem Zusammenhang muss überall dort erstmal so der ETF auch noch Einzug halten. Das ist das eine Thema. Also wir müssen bewusst alle Sparer mitnehmen auf der Reise. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass es noch Assetklassen gibt, wenige, aber es gibt doch noch einige Assetklassen,
wo der ETF heute noch nicht ganz funktioniert. Ja, also wenn man jetzt gerade so in die ganz illiquiden Assetklassen geht, dann geht das heute noch nicht in der Form. Aber selbst da nähern wir uns dann der Zukunft, weil wir werden ja später dann noch über die möglichen zukünftigen Anlageformen sprechen. Da gibt es dann Mischformen, die das ermöglichen. Und irgendwann wird mit Sicherheit der Publikumsfonds ausgedient haben. Und das ist, wird jetzt den einen oder anderen schockieren. Den klassischen aktiven Anleger, der sagt, habe ich sowieso nicht mehr. Bis auf ganz wenige Ausnahmen mit Spezialthemen, die vielleicht dann auch ein ETF nicht abdecken kann. Aber man sieht ja jetzt schon, wenn man jetzt die, ich meine, dieses Jahr ist ja so ein Jahr mit, wo so das große, zumindest mal hier in Deutschland, so das große Hurra der aktiven ETFs kommt. Das ist ja auch schon der erste Schritt dahin, ne? Weg von dem klassischen, wenn man das, der große Fonds, das Publikumsfonds ist ja einerseits vielleicht, ich kann Assets abdecken, die andere nicht mehr abdecken kann, aber natürlich auch die potenziell, manchmal funktioniert es, manchmal nicht so gut, natürlich Möglichkeit eben nicht einen Index zu bilden, sondern eben zu sagen, aha, bestimmte Dinge laufen besser, vielleicht nicht so gut, ich kann über Research vielleicht nochmal was rausholen und so weiter. Das ist ja die Idee vom Aktiven, idealerweise eben, dass er besser ist als, keine Ahnung, ein S&P. Ja, wir sind, also Invesco ist in dem Bereich schon seit geraumer Zeit aktiv. Die IQS, unsere Tochter der Invesco hier in Frankfurt in Deutschland, ist in diesem Geschäft schon seit einigen Jahren tätig, hat auch erfolgreiche Produkte aufgelegt im aktiven ETF-Bereich. Die laufen unter der IXA, unter der IQSA-Serie. Das, was ich glaube, wenn ich mich jetzt in die Rolle des Retail-Investoren reinversetze, was einfach wichtig ist zu konstatieren, es gibt natürlich tatsächlich Assetklassen, in denen es Sinn macht, aktiv zu managen. Immer dann, wenn so typische Behavioral Biases da sind, dass einfach Anleger immer in der gleichen Richtung agieren, dann ist es natürlich interessant, die Gegenpositionen einzunehmen. Wahrscheinlich der Commodities-Bereich ist so ein typischer Bereich, wo das auch Sinn macht. Jetzt für die ganz breite Anwendung des aktiven ETFs hätte ich gesagt, immer mit Vorsicht drangehen, weil natürlich jetzt gerade mit Sicherheit viele Anbieter in den Bereich drängen, die gerade insbesondere eher so aus dem klassischen Publikumsfondsbereich kommen, denen natürlich jetzt so ein bisschen das Geschäft wegbricht. Die versuchen jetzt ihr klassisches Geschäft, nämlich das aktive Geschäft, über den ETF rüber zu retten, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es Produkte geben wird im aktiven ETF-Bereich, die de facto sehr riskant sein werden. Warum? Ja. Weil ich natürlich mit den aktiven Wetten nehme ich ja Positionen gegenüber der Benchmark und je kleiner der jeweilige Bereich wird, umso illiquider kann er unter Umständen werden in einer gewissen Marktphase. Das heißt also, grundsätzlich würde ich den aktiven ETF-Bereich insbesondere interessant sehen, wenn ich darüber nachdenke, ganz breit diversifizierte Indizes, also zum Beispiel einen MSCI Global Aktien abzubilden, dann würde ich einen aktiven ETF nehmen. Für Nebenwerte wäre ich wahrscheinlich vorsichtig. Und man muss ja auch immer dazu sagen, das, was du ja so ansprichst, ich finde es gut, dass du es sagst, weil es hat natürlich auch nicht jeder, also nicht jedes Haus, das daherkommt und versucht, in diese neue Welt reinzugehen, weil die Pfründe sichern. Natürlich nicht, wie jetzt beispielsweise ihr ein großes Quant-Team habt oder eben, weiß ich nicht, JP Morgan ein globales Riesennetzwerk an Research hat, wo man sagen kann, ich kann in der ETF-Struktur mir da ein bisschen was rausholen, ohne eben, dass es so ein klassischer Nebenwerte-All-In-Fonds wird, der halt richtig liegt oder nicht richtig liegt. Ne? Das sind halt schon riesengroße Unterschiede dann, auch auf der Risikoseite. Absolut, von daher macht es mit Sicherheit Sinn, für den Anleger auch immer sich eben den Anbieter anzuschauen. Das, was du sagst, sind alles verfügbare Informationen. Wie viel Research-Analysten verfügt das Haus? Wie viel Jahre Erfahrung gibt es schon in dem Bereich? Das sind alles Themen, die man auf jeden Fall vorher sich genau angeschaut haben sollte. Wollen wir mal so ein bisschen nach vorne gehen, in die Zukunft? Wie könnte denn eine Welt nach den Publikums und ETFs aussehen? Was ist die nächste Evolutions,
Ebene oder der nächste Schritt. Ja, also dann sind wir natürlich ganz klar dann in der digitalen Welt und würden uns relativ schnell in Richtung des Tokens bewegen. So. Ja. Und da sind wir dann auf der einen Seite bei den Kryptowährungen. Ja. Die Kryptowährungen, die heute schon über Plattformen, Börsen erhältlich sind. Das Problem oder die Schwierigkeit bei der Kryptowährung ist ja die, dass in der Regel wie beim Bitcoin stellt sich sozusagen der Preis rein nur nach Angebot und Nachfrage. Ja. Das heißt, dadurch ist natürlich die Asset-Klasse Kryptowährung, der Bitcoin, natürlich extremen Schwankungen unterlegen, was wiederum für den vielleicht langfristigen Anleger durchaus viele Probleme mit sich bringen kann. Ja. Der spannende nächste Schritt, den einige schon gerade dabei sind zu tun und es wird viel experimentiert, ist eben den sogenannten Security Token zu nutzen, um damit Zugang oder Exposure zu geben für ein anderes Asset. Und das kann dann tatsächlich alles sein. Das kann eine Immobilie sein, das kann unter Umständen ein Publikumsfonds sein, das kann ein ETF sein, das kann de facto alles sein. Und dieser Token hat eben den großen Vorteil, dass er de facto über diese Börse, über die er dann gehandelt wird, tatsächlich direkt von dem Anbieter zum Anleger gehen kann, ohne diese ganzen vielen verschiedenen Intermediäre zu haben, die diese ganze Rekonziliierung, das Matching von den jeweiligen Verträgen machen muss, um dann letztendlich dieses Papier, den Fonds, den ETF im Depot zu haben, sondern dann geht es natürlich alles viel, viel schneller. Mhm. Das wird die Zukunft sein. Ist die Welt überhaupt bereit dafür? Es ist ja, Blockchain ist natürlich immer so ein Diskussionspunkt. Ja, irgendwie gefühlt sagt jeder, ja, das ist irgendwie die logische Konsequenz irgendwann mal. Und dann haben wir jetzt aber wieder KI, dann ist jetzt das Blockchain-Thema irgendwie auch schon wieder ein bisschen medial und auch im Gedankengang der meisten wieder weg, außer die sich natürlich beruflich permanent damit beschäftigen. Und doch hat man aber immer so ein bisschen das Gefühl, so viel weiter sind wir nicht gekommen eigentlich in den letzten 10 Jahren. Also es ist aber ein reines Gefühl eines quasi außenstehenden Beobachters. Ja. Ist das so? Ja, also mit Sicherheit ist die Geschwindigkeit niedriger gewesen als alle gehofft hatten. Das, was viele gehofft haben und das, was wahrscheinlich auch Sinn gemacht hätte, weil natürlich also vom Publikumsfonds zum ETF, vom ETF dann in die nächste Welt, in die Token-Welt, ja einfach nur Effizienz bedeutet. Und Effizienz bedeutet dann eben für den Anleger bessere Nettoergebnisse, weil einfach weniger Kosten produziert werden, weil einfach viel schneller gehandelt werden kann. Dafür gibt es verschiedene Gründe, aber ich glaube, der wesentliche Grund ist einfach, dass wie immer erstmal die gesamte Wertschöpfungskette darauf ausgerichtet werden muss. Das heißt, heute ist es so, wir können beispielsweise bei Invesco, wir können jetzt relativ schnell bestimmte Anlagegüter, beispielsweise jetzt im Real Estate-Bereich, könnten wir jetzt relativ schnell tokenisieren. Wir haben diese Anwendungsfälle schon durchexerziert, haben das einfach mal komplett durchgeprobt. Das würde gehen. Das Thema ist, dass dann dieser Moment kommt, wie bringen wir es dann zu dem Anleger? Und diese absolut breitenkonformen Marktplätze sind heute noch nicht da. Und deswegen, weil wir ja auch jeden Tag Geld verdienen müssen, machen wir halt eben weiter. Wir sondieren den Markt, um zu schauen, was passiert, welche Börsen sind aktiv, geben Möglichkeiten, dass beispielsweise solche Produkte, solche tokenisierten Wertpapiere oder Assets angeboten werden können, um da mitzumachen. Aber das Wichtige ist einfach für den Retail-Anleger, für den Anleger, dass er de facto in diesem Ökosystem, in dem er arbeitet,
dort Zugang zu diesen verschiedenen Assets hat. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was im Moment noch so viel Zeit gebraucht hat. Ist die Hürde nicht auch in erster Linie mal eine kulturelle? Weil der Retail-Investor, mit Ausnahme eben ein paar natürlich eingefleischte Crypto-Fans, die da natürlich eine größere Begeisterung haben. Aber wenn ich jetzt mal an den klassischen größeren Invesco-Kunden denken würde, der etwas vermögender ist, sagt er, ja, das ist doch genau das, was ich brauche. Wahrscheinlich ist er noch ganz weit davon weg, oder? Also wenn du die Kultur ansprichst, dann kommen wir genau wieder zu dem Punkt, wie tatsächlich ein Privatanleger tickt, denkt. Und wir wissen alle, wenn es um unsere Geldgeschäfte geht, dann ist einfach Sicherheit ein ganz, ganz hohes Gut. Sicherheit wird dort erwartet, wo man möglichst viele Erfahrungswerte aus der Zukunft hat. Die ganze Familie hat vielleicht schon immer mit der Sparkasse gearbeitet und dann mit der Sparkasse dann das Depot geführt. Und dementsprechend sind es einfach so Reflexe, die da sind. Das heißt, so wie wir alle Ende der 90er, Anfang der 2000er dann erstmal uns angefangen haben, so langsam vorzurobben in die virtuelle Welt, dann die erste Reise gebucht haben, die ersten Geschäfte, Transaktionen gemacht haben und erst dann kommt so langsam das Vertrauen. Und das ist natürlich dann, glaube ich, beim Sparen und beim Geldanlegen nochmal ausgeprägter. Mhm. Sind auch die juristischen, sage ich mal, und regulatorischen Hürden schon überwindbar? Also, dass man wirklich rechts- und regulatorische Sicherheit erzeugen kann? Zu der Verbriefung des Wertpapieres über einen Vertrag, der sozusagen dann nachher digitalisiert wird, ja, absolut. Das ist heute möglich, das ist heute da. Dann weitergehen wird es dann wiederum schwierig, weil sobald ich dann diesen digitalisierten Vertrag, den Token quasi habe und dann weitergebe, dann kommt sofort in diesem Moment, kommt ja im Moment der kommt immer noch ein Intermediär, eine Plattform oder wie auch immer. Ja. Und dann kommt der spannende Punkt, wo dann genau dieser Token dann tatsächlich liegt und wie er verwaltet wird, welches Wallet, um dann sozusagen da die finale Rechtssicherheit für den Anleger zu gestalten. Mhm. Und das ist sozusagen mit den Kryptowährungen, den heutigen Möglichkeiten möglich. Aber für die weitergehenden Assets, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, ist das alles jetzt in der Entwicklung. Gib uns doch mal so ein bisschen einen Überblick. Also woran arbeitet ihr da so? Und vor allem, wer ist da noch so alles dabei? Ich weiß, dass viele natürlich der ganz Großen im Finanzbereich das Thema natürlich auch erkannt haben. Ja. Neben der Invesco. Ne? Ja, natürlich, klar. Also wir haben zwei Sachen vor allen Dingen gemacht. Also wir haben uns im ETF-Bereich haben wir de facto einen Spot Bitcoin ETP aufgelegt, der sozusagen über die traditionelle ETF-ETP-Welt die Liquidität bietet und die Möglichkeit bietet, sozusagen sicher in den Bitcoin zu investieren. Das ist das, was sozusagen heute tatsächlich im Markt ist, was für jeden Anleger erhältlich ist. Dann haben wir experimentiert und genau das gemacht, dass wir einen Real Estate Fonds nach Luxemburger Recht, eine Anteilsklasse gebildet haben und die dann wiederum verbrieft haben und als Token rein und raus gehandelt haben. Ja. Das haben wir gemacht. Und jetzt für die kommenden Jahre sind wir sehr stark interessiert daran, im Geldmarktfondsbereich dort zu tokenisieren, um beispielsweise Unternehmen Möglichkeiten zu bieten, ihre Cash-Positionen schneller
handeln zu können. Das ist das, wo die meisten Anbieter, unter anderem auch JP Morgan, Goldman Sachs, sehr aktiv sind und dran arbeiten. Da ist halt sozusagen der Vorteil, dass ich sehr hohe Volumina im ersten Moment habe und damit sozusagen überhaupt kein Problem habe, diese 1:1 Situation dann darstellen zu können. Das ist das, was mir eben im Privatanlegerbereich halt fehlt, weil da muss ich sozusagen erstmal diesen Marktplatz haben, um dann Volumina zu haben, um es dann sozusagen in der Tat wirklich ökonomisch machen zu können. Also klassische Reihen geht erstmal von groß nach klein runter, wie man das, keine Ahnung, bei Elektroautos auch sieht, sozusagen in so einem klassischen Beispiel. Erstmal mit dem teuren Luxuswagen kommen und dann über die Masse irgendwann günstiger werden sozusagen. Richtig, und genau. In dem Fall technisch umsetzbar machen und überhaupt möglich zu machen. Ja, genau. Und was ist am Ende des Tages der Vorteil? Geht das alles so, tatsächlich so viel schneller und günstiger? Dann theoretisch leben wir ja auch im klassischen Fiat-Geldsystem eigentlich in einer digitalen Welt. Jetzt wissen wir alle, dass das mit dem Aktienran- und Brauchbuchen, Rausbuchen manchmal länger dauert, als man als es einem lieb ist und man sich das so vorstellt. Aber sind tatsächlich so Themen, also Geschwindigkeit und Kosten, Vorteile tatsächlich so groß? Im Endstadium auf jeden Fall. Ja. Jetzt im Moment hängt es wirklich eben von den Volumen ab, von dem, was ich da, was ich dort wirklich als Transaktion darstellen kann. Ich glaube, das größte Problem besteht darin, dass ich heute brauche ich ja grundsätzlich für jede Transaktion, die ich sozusagen über einen Token abbilde, brauche ich Validatoren. Ja. Und die wiederum sind ja nur incentiviert, tatsächlich die Validierung zu machen im Netz, wenn sie möglichst viele Transaktionen sehen und damit dann eben halt ja auch selber ihr Geld verdienen. So. Das heißt, dass wenn ich heute nur eine Transaktion rausschieße, dann habe ich wahrscheinlich in der Regel relativ wenige Validatoren und damit habe ich eine nicht so hohe Absicherung, als wenn ich eben mehr Transaktionen habe, dann mehr Validierung habe und damit dann immer mehr Transaktionssicherheit gewinne. Ich glaube, das ist eben genau das. Das muss ich jetzt erstmal so langsam aufbauen und wahrscheinlich wird der Zwischenschritt sein, dass eben so diese klassischen Intermediäre, die wir im Markt haben, also die sozusagen heute die Fonds und die ETFs sozusagen setteln lassen zwischen den einzelnen Stellen, dass die wiederum diejenigen sein werden, die erstmal die Marktplätze aufbauen, damit die Möglichkeit geben, mehr Transaktionen zu ermöglichen. Und dann wird sich, glaube ich, das dann stärker dezentralisieren, weil ja eigentlich ist ja der große Vorteil die Dezentralisierung, die aber eben erstmal Masse braucht. Und die Frage ist ja natürlich auch, braucht es dann perspektivisch, sagst du, dezentral überhaupt so zwischen Plattformen? Im Idealfall ja eigentlich dann nicht mehr. Ja. Oder? Im Idealfall. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt, was weiß ich, ich bin ein Investor, ich habe 50 Millionen, ich will das in ein Real Estate-Projekt stecken, beispielsweise, dass jemand wie Invesco oder JP Morgan oder wer auch immer in seinem Bereich entwickelt für mich und da kann ich dran partizipieren, dann brauche ich ja eigentlich keinen mehr dazwischen. Das ist ja doch dann, wo es am Ende die Reise hingehen sollte, um es tatsächlich so effizient zu machen, wie es... Auf jeden Fall. Ja. Der nächste richtig gute Schritt wäre, wenn beispielsweise die tatsächlichen, also die guten Online-Plattformen, wenn beispielsweise Revolut so viele Kunden hat, dass sie in der Lage sind, dann tatsächlich selber den Marktplatz für Tokens darzustellen und dann tatsächlich in dem Endstadium, das dann tatsächlich so ist, der Anleger hat die eine Wallet und kann de facto alle verschiedenen Kryptowährungen, Security-Tokens von den verschiedensten Anbietern, also sozusagen, wie es heute über die ganze ETF-Welt läuft, dann später über die Tokens zu machen. Und es wird mit Sicherheit alles
in den nächsten Jahren kommen, aber zu deinem Punkt von vorhin mit Geschwindigkeit, es ist halt eben einfach eine ökonomische Frage. Ja. Und von daher werden wahrscheinlich genau diejenigen, das ist jedenfalls so unser Bild, was wir im Moment haben, dass die in diesem Endstadium dann eigentlich ausarbitriert werden, die rausgenommen werden, eben die größeren Clearing-Plattformen, Clearstream als ein Beispiel, die werden es sehr schwer haben, weil sie dann eigentlich nicht mehr gebraucht werden. Weil sie nicht mehr gebraucht werden. Aber sie werden sehr lange versuchen, ihre Position in dieser Wertschöpfungskette quasi einer jeden Transaktion natürlich zu zementieren, soweit es eben geht, bis sie vielleicht dann irgendwann disruptiert werden, weil man sie nicht mehr braucht. Richtig. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen, oder? Aber das, also weil ich finde das schon natürlich ein Punkt, wie man sich das dann eben vorstellen muss. Du brauchst, wie du sagst, dann entweder du hast einen dazwischen, wo alle Tokens quasi handelbar sind, in Anführungszeichen, weil ansonsten habe ich ganz schön viele Ledger daheim rumliegen, wenn ich ein global diversifiziertes, nicht mehr ETF-Token-Depot habe, sozusagen, mit 5 verschiedenen ETFs, die vielleicht von 5 verschiedenen Anbietern kommt, jetzt mal einfacher runterzubrechen, dann brauche ich quasi 5 Wallets und damit auch 5, keine Ahnung, Ledgers oder sowas, und von daher, um es ganz sicher zu machen. Genau, und von daher wird es absolut sicher am Ende des Tages 1, 2, vielleicht 3 Plattformen maximal geben, die dann tatsächlich global dieses Geschäft nehmen und in der Lage sind, tatsächlich die Breite abzudecken und dem Anleger eben genau diesen Amazon-Shop bieten zu können, dann für die Geldanlage, die dann komplett digitalisiert ist in der Zukunft. Wobei da natürlich auch nicht nur das, also es ist ja nicht nur der Faktor, wenn ich das jetzt so mal für mich selber spinne, nicht nur dieses Amazon-Ding, also ich bin auf der Plattform, ich kriege da einfach alles, sondern es ist ja am Ende des Tages auch, und das, da sind wir natürlich in der Krypto- und Blockchain-Welt, mit immer dem großen Fragezeichen, gerade weil dezentral, natürlich auch dem Sicherheitsaspekt, ne? Weil wir wissen ja alle, not my key, not my coin. Ne? Ja. Auch das ist ja so ein Thema, wo man ja Sicherheit herstellen muss, wenn da ist ja eigentlich der Schwachpunkt sozusagen. Ganz, ganz genau. Der große Vorteil liegt eben daran, dass ich einfach nicht mehr abhängig bin von möglichen Intermediären, die ausfallen könnten und ich damit dann sozusagen die Problematik habe, wie ich sozusagen dann in diesem Moment dann noch weiter agieren kann, sondern die Arbeitshypothese ist eben, dass ich durch das Netz in der Lage bin, genau diese Schnelligkeit, diese Transaktionen weiterfahren zu können und damit dann auch die Sicherheit habe. Aber im Zwischenschritt wirst du den halt trotzdem dazwischen haben. Mhm. Also das wird die Phase, da wirst du nicht so schnell drum rumkommen, vermutlich. Ne? Es wird Zeit brauchen und wir werden sehen, wie die Regulierung weiter darauf reagieren wird. Aber mit Sicherheit wird Privatanlegerschutz weiterhin eine große Rolle spielen. Aber ich glaube, dass es vielleicht so diese Philosophie sich durchsetzen wird. Es gibt auf der einen Seite sozusagen den Mechanismus, wie ich die Transaktionen darstelle. Und das Asset selber ist davon tatsächlich wegzunehmen. Und damit hast du das Asset, was sozusagen einfach seinen Wert hat, dadurch durch den intrinsischen Wert, was es tatsächlich darstellt. Ja. Und ich habe aber eben Plattformen, die einfach diesen Transmissionsmechanismus darstellen. Und das sollte aus meiner Sicht der Weg für die Zukunft sein. Das heißt also, die Regulierung sollte sich vor allen Dingen damit beschäftigen, die Sicherheit der Vermögenswerte darzustellen. Dazu 2 quasi Sachen, die sich anmelden. Ist denn die Regulierung oder die Regulationsbehörden, die das ja so sind, gibt es da tatsächlich einen ernsthaften Dialog, also ist das schon eine Offenheit für das Thema, dass man da mal drüber reden muss, weil es eben kommt, weil das ist ja in dem Moment, wo disruptive Kräfte wirken, ist man ja immer erstmal geneigt, die alte Welt so lange wie möglich festzuhalten, weil man die neue noch nicht versteht. Und da würde ich jetzt sagen, so klassische Dinge wie Regulierung
gehören da dazu. Das ist so wie Beamtentum, ne? Gibt es da quasi überhaupt schon Prozesse und Diskussionen und wie weit ist man da? Ja, alle Regulierungsbehörden beschäftigen sich mit diesem Thema, wie man Sicherheit darstellen kann für den Anleger. Es gibt de facto unterschiedliche Projekte, Zentralbanken, die Konsortien gebildet haben mit Anbietern im Markt, um eben einfach genau zu testen und einfach an den Börsen experimentell zu handeln, um einfach zu sehen, wie das Ganze dargestellt wird und dann eben in den Rechtsrahmen gepackt werden kann. Die SEC, die EZB, die BaFin, alle sind de facto aktiv und beschäftigen sich genau damit, wie man den Rechtsrahmen finden kann. Da ist das Problem, dass es so aussieht, dass es wahrscheinlich eher zu erstmal regionalen Regelungen kommen wird, bevor es dann tatsächlich panregionale Regelungen geben wird, die ja gerade in dieser Welt zwingend erforderlich sind. Und das wird es auch wieder entschleunigen. Ja, und du hast natürlich das, was ich vorhin meinte, glaube ich, kannte ich mir vorstellen, aber wenn es anders ist, bin ich positiv überrascht. Du hast natürlich, glaube ich, schon nicht nur das Entschleunigen, sondern das natürlich wieder festhalten, weil natürlich hat eine, also gerade wenn wir jetzt in diese Kryptowelt denken, hat natürlich eine EZB oder eine Fed eine ganz andere Richtung, aus der sie kommt und woran sie Interesse hat, weil sie halt natürlich eine Währung schützen muss und im zweiten Schritt das vielleicht obsolet wird irgendwo. Man weiß es nicht, aber das heißt, man hat da ja schon auch durchaus nicht nur bremsende Kräfte. Man hat natürlich auch, ist ja auch eine Lenksache, wie ich die Zukunft versuche zu gestalten und als eine Zukunft, in der ich eben auch noch stattfinde. Ja. Das sind natürlich quasi sowas wie die BaFin oder die EZB oder eine SEC haben natürlich da andere Interessen als das, was am Ende ja theoretisch da stehen sollte in dieser Krypto-Blockchain-Welt. Ne? Ja. Der wahrscheinliche nächste Schritt wird genau in diesem Zusammenhang sein, dass der Token legitimiert wird dadurch, dass ein Collateral, ein Underlying gegeben sein muss, was dann wiederum auf eine tatsächliche Fiat-Währung zurückgreift. Also in dem Fall, wenn wir jetzt in dem Beispiel bleiben mit der Fed und der SEC, dass dann der Dollar dann einfach als Backup da sein muss für den Token. Nichtsdestotrotz habe ich dann trotzdem den großen Vorteil, dass ich eben einfach andere Assets, wie beispielsweise eine Kryptowährung, dann schneller handeln kann und dadurch dann wiederum den Zugang zu dem Asset schneller bekommen kann. Zumindest ich habe dann den Geschwindigkeitsvorteil, ich habe dann vielleicht noch nicht den Kostenvorteil, aber das wird dann der erste nächste Schritt sein. Genau, also man muss diese Zwischenphase quasi, in der noch alle anderen versuchen, da ihre Dasein quasi noch zu rechtfertigen, die muss man durchstehen. Ja. Was würdest du sagen von heute aus gerechnet? Immer schwer zu sagen, ich weiß. Wie lange wird das dauern, bis diese Welt kommt? Was würdest du über den Daumen vermuten? Ich werde dich nicht festnageln, das ist eine wirklich kühne Prognose. Aber also reden wir von eher 20 Jahren oder reden wir von 30 Jahren? Oder? Ja, also ich hoffe, dass wir uns dann widersprechen. Ja, auch sagen, auf dem Weg dahin wird es noch viele spannende Sachen hoffentlich gehen. Aber. Ja, ich würde sagen, dass es schneller geht, als wir jetzt vermuten. Ich würde sagen, dass 2030 wir in dieser Welt schon sein können, dass wir in der Lage sind, sehr breit unterschiedlichste Vermögenswerte über Token, über die gängigen Plattformen zu handeln. Ich glaube, dass der wesentliche Katalysator sein wird, dass über das Rentenproblem, das gravierend jetzt in den nächsten Jahren kommen wird, einfach so viel Druck über die eher politische Seite kommen wird, was dazu führen wird, dass Regulierer schneller handeln müssen, um einfach auch Marktplätze zu schaffen, die in der Lage sind,
sehr effizient und effektiv Sparpläne, die eben nicht nur an ganz klassische konventionelle Anlageformen gebunden sind, anzubieten, um eben halt am Ende des Tages dazu beizutragen, dass das ganz große Problem gelöst werden kann. Ja, dass man sieht, in Deutschland ist da natürlich immer ein Paradebeispiel, alles etwas komplizierter zu machen. Man sieht das an dem berühmten Initiative vom Lindner Depot. Gut gemeint, aber es ist, es bildet sich wieder ein bürokratisches Monster, obwohl man es anders machen könnte. Ne? Ja, das glaube ich auch, dass das so ein Szenario ist, natürlich, dass der Druck sehr viel größer wird auf eine echte Kapitalanlage für, um natürlich diese Rentenproblematiken in vielen Gesellschaften, die ja tendenziell überaltern, kommt. Mhm. Ja. Rentenproblematik und dann natürlich auch die Problematik, dass wir ja de facto in allen europäischen Ländern unglaublich hohe Barguthaben rumliegen haben, was einfach allein schon wiederum ökonomisch einfach uns einen unglaublichen Nachteil beschert. Der große Wahrheit ist Freiheit, das weißt du doch. Der also große, es ist ein sehr deutsches Phänomen. Der große, ich glaube, einer der großen Vorteile, den man neidlos anerkennen muss, wenn man über den Teich schaut in die USA, nach Amerika, ist einfach, dass grundsätzlich so diese Bereitschaft, die Risikobereitschaft, Geld zu investieren, riskant zu investieren, einfach so viele komparative Vorteile hat, die den Wirtschaftskreislauf anzuregen, einfach viel schneller zu agieren, Risikokapital zur Verfügung zu stellen. Das ist so offensichtlich. Und wenn man eben überlegt, dass wir in Europa über 10 Billionen an Barwerten und Guthaben rumliegen haben, die de facto investiert werden könnten zu einem größeren Teil, dann ist es eigentlich, müsste das für die Europäische Union, für die einzelnen Länderregierungen ganz klar im Fokus sein. Wie schafft man es, Anreize zu bringen, für die Privathaushalte diese Gelder in den Umkreis zu bringen. Und der Druck ist natürlich hier noch nicht so groß. Ich erinnere mich noch letztes Jahr mal mit Reinhard Panzer von Fünfjahr gesprochen, der so eine Studie mal zitiert hat. Deutschland ist das einzige Land, in dem Akademiker stolz sind darauf, keine Ahnung von Geld zu haben. Und das sagt alles, dieses Zitat. Das ist tatsächlich so. Schönes Zitat. Aber wenn ich das so weiterspinne, was du da entworfen hast, dann würde das ja auch, wir müssen ja auch mal, wollen ja auch die Chancenseite mal so ein bisschen beleuchten. Mhm. Wenn ich das so weiterdenke, gibt es ja auch Spielraum für, ich sag mal, für klassische Privatinvestoren, die jetzt nicht alle zufällig 100 Millionen auf dem Konto liegen haben, was der überwiegende Teil der Menschheit ist. Auch die Möglichkeit natürlich zu sagen, ich kann auch wieder mal in ganz andere Assetklassen investieren, oder? Ja. Das ist ja das. Also, keine Ahnung, Dinge wie Private Equity oder Immobilienentwicklungen, die jetzt nicht wie so ein fürchterlicher offener Immobilienfonds aussehen oder sowas. Da gibt es ja dann schon, wenn man das so ein bisschen weiterdenkt, nochmal ganz andere Möglichkeiten. Absolut. Also man kann jetzt einmal sozusagen von der Makroebene schauen und sagen, okay, wenn denn mit all den Veränderungen, die jetzt kommen sollten, das heißt also einmal, wenn ja gigantische Volumina von Erbschaften transportiert in die nächste Generation. Die nächste Generation sollte schon anders agieren mit Geld, so wie sie es anfühlt. Sieht man eben, dass beispielsweise Millennials viel stärker eben beispielsweise in Aktien-ETFs investieren. Ja. Und damit hat man ja schon erstmal eine ganz andere Ausgangssituation. Wenn also einfach jetzt mehr sozusagen Vermögenswerte dann auch letztendlich ihren Weg in die Kapitalmärkte finden, logischerweise sollte das einen sehr positiven Effekt haben. Das ist die Makroperspektive und die Mikroperspektive. Ich glaube, da ging eben auch so dein Gedanke hin, bietet ja ganz großartige Möglichkeiten. Also für mich ist es beispielsweise selber so, dass ich mich
sehr gut in der Lage fühle, beispielsweise einen Immobilienwert zu begutachten in meinem kleinen Quartier. Ja. Da fahre ich dann mit dem Fahrrad jeden Tag dran vorbei und sehe, weiß ganz genau, wie die Infrastruktur ist. Ich weiß, wo die Kitas sind, die Arztpraxen sind und kann dann de facto abschätzen, öffentliche Verkehrsmittel. Das ist eigentlich hier ein ganz guter Immobilienplatz. Ja. Und jetzt stell dir vor, diese Immobilie wird jetzt verkauft, entwickelt, soll an den Markt gebracht werden, verkauft werden und kann de facto finanziert werden darüber, dass beispielsweise Anleger einfach in diese eine Immobilie investieren können, indem sie einen Token, der einen Anteil an dieser Immobilie gibt, erwerben könnten. Ja. Und das ist doch wahnsinnig spannend, wenn ich dann eben in der Lage bin, jetzt eben in die ganz in die Zukunft gedacht, dass ich dann einfach nur den QR-Code mit meinem Handy einfach nur abfotografiere und dann de facto mit wenigen Schritten dann in der Lage bin, meinen Anteil zu erwerben. Das sind Möglichkeiten, die sind großartig. Und in die Welt werden wir uns bewegen und die werden viele neue Anlagemöglichkeiten bieten. Was würdest du sagen, was sind noch so neue Assets, wenn wir da in die Zukunft gehen? Das ist natürlich schon so ein spannendes Ding, wenn ich quasi im Vorbeilaufen, das ist so wie das erste Mal mobiles Internet, wir eben anfangen, irgendwie an, keine Ahnung, Konzerttickets oder irgendwas bei Amazon schnell mit dem Handy zu holen, dass man das auch tatsächlich ja auch in der Anlage machen kann. Was würdest du sagen, was sind noch so Investitionsideen, Assets, die man dann handelbarer machen kann für Privatanleger? Also all das, was eben sehr illiquide ist, sollte viel besser handelbar und investierbar gemacht werden. Und da gibt es dann keine Grenzen mehr. Und da gibt es dann die Möglichkeit, das Vintage-Auto zu erwerben. Es gibt die Möglichkeit, den kostbaren Wein von 1970 aus einem französischen Weingut zu erwerben. Ja. Und es geht eben halt einfach ja auch darum, dass Anleger ja viel schneller bereit sein werden, bestimmte Wetten einzugehen, wenn sie eben in der Lage sind, kleinere Anteile zu investieren. Mhm. Also ich habe auf jeden Fall, glaube ich, ich wäre bereit, ein Vintage Porsche von 1950 zu erwerben, weil ich glaube, der wird sehr wertstabil und wertsteigernd am Markt sein. Würde ich jetzt mitgehen. Bin ich jetzt bereit für den Wagen bin ich in der Lage, jetzt 150.000 Euro auszugeben? Wahrscheinlich nicht. Ja. Aber wenn ich sagen kann, okay, ich erwerbe jetzt meinen Anteil für 50 Euro, super, dann bin ich mit dabei. Ja. Und dann bin ich in einer ganz anderen Situation. Mhm. Und da glaube ich, das ist so die wesentliche Spielform, Investitionsmöglichkeit, die sich da bietet, eben in illiquider Anlageklassen. Und quasi so ein bisschen abschließend zu dem, glaubst du, also siehst du, da er eben daran auch konkret arbeitet, da unterschiedliche Geschwindigkeiten, wenn man jetzt mal gerade, du hast natürlich die USA angesprochen und Europa beispielsweise, weil ich weiß noch, ich habe vorletztes Jahr mal mit dem Gründer von NeoBroker sozusagen in den USA gesprochen. Das ist ein Deutscher, ein riesengroßes Startup, die ja in der Lage sind, eben in so einer einfachen App-Form, Tap, Tap, Go, so wie wir das hier haben, eben nicht nur Aktien quasi, die du da handelbar machen kannst am Handy, sondern eben auch jetzt schon quasi Krypto, Sneakers und Anteile an einem Banksy. Das ist jetzt was, wo ich sage, das ist hierzulande regulatorisch schwierig, aber selbst das funktioniert schon mit SEC-Absicherung. Davon sind wir, glaube ich, hier in Europa ganz weit weg. Also ist ja schon die Frage, wird das in den USA viel, viel schneller, viel weiter sein und hier ganz lang nicht, weil das, wie gesagt, ist regulatorisch alles nicht machbar hier. Ja, in der Form, so wie du es jetzt gerade skizziert hast. Weil das ist ja Realität, also was die da quasi machen, weil public.com heißt nicht. Wird die Geschwindigkeit in den USA weiterhin höher bleiben, weil einfach mehr Flexibilität
in dem ganzen Regulierungsrahmen besteht. Nichtsdestotrotz gibt es auch hier die Möglichkeit, Alternativformen zu finden, also beispielsweise zu dem Beispiel zurückzukommen, ein Vintage-Car zu tokenisieren, findet heute schon statt, ja. Kannst du auch in Deutschland über bestimmte Plattformen, über bestimmte Startups erwerben. Dazwischen steht dann halt eben nochmal sozusagen so ein bisschen die alte Welt, dass dann eben wieder, es muss verbrieft werden, diese Verbriefung muss halt durch jemanden beglaubigt werden und dann ist man wieder so ein bisschen in der alten Bankenwelt drin, aber sozusagen einfach nur sozusagen die Möglichkeit, dass ich quasi das Asset erwerben kann mit einem viel niedrigeren Anteil, mit einem Token. Die Möglichkeit habe ich de facto heute schon. Wenn ich es dann aber eben zu deinem Beispiel vergleiche, dann ist es immer noch deutlich teurer. Ich bin gespannt. Oliver, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank mal für diesen ersten Zukunftsblick. Mir auch. Und wir werden das auf jeden Fall hier natürlich bleiben wir in Kontakt, das ist eh klar. Und es gibt immer ein paar spannende Themen, über die man sprechen kann. Aber wir werden uns das natürlich, müssen wir das jetzt als Wiedervorlage holen. Das machen und wir. Und sehen, wo wir in ein paar Jahren stehen. Ob wir alle schon in Wallets schon geile Assets haben oder wir beide zufällig denselben Vintage-Porsche mit besitzen zu einem ganz kleinen Teil. Also genau. Eine Radmutter davon oder so. Spätestens 2030 hoffe ich, dann sehen wir uns wieder alle und schauen dann, was hoffe, passiert. Dass wir dazwischen noch ein paar entspannende Wasserstandsmeldungen kriegen, aber das glaube ich, werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Vielen Dank, dass du hier warst. Dankeschön. Freunde da draußen, ich hoffe, ihr konntet mal was mitnehmen. Ist mal ein bisschen anderes Gespräch. Wir wollten das mal ein bisschen offen halten und eben auch mal so ein bisschen nach vorne wegschauen, weil es betrifft uns ja auch alle und wollen auch mal ein bisschen sehen, woran wird so ein bisschen gearbeitet, worauf kann man sich einstellen. Das sind ja auch immer nicht nur Risiken, sondern eben auch sehr viele spannende Möglichkeiten und Chancen. Gerne mal reinschreiben in die Kommentare, wie ihr denn diese neue Welt seht, die wir hier gerade skizziert haben, so ein ganz klein bisschen. Seid ihr da dabei oder geht ihr immer noch am liebsten zur Sparkasse? Eher selten, das weiß ich natürlich. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, dir nochmal vielen Dank für deinen Besuch und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao!